Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, ihr habt es bestimmt in den Nachrichten gehört. Das ist jetzt wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, schon ein bisschen her. Aber ja, ich habe einen so großen Backlog im Moment an Videos. Und ja, ist es jetzt ein extra Wert? Na, ich glaube nicht. Sprechen wir einfach mal drüber. Es geht um die geplante Fusion, sage ich jetzt mal, soll wahrscheinlich die Fusion werden, von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe. Und ja, ein paar Gedanken auch darüber zu verlieren. Die PSA-Gruppe hatte ja erst kürzlich sich Opel einverleibt. Das war ja eigentlich eine ehemalige GM-Tochter. Also eigentlich auch nochmal ein anderer Konkurrenzkonzern. Und jetzt sieht es wohl so aus, als ob man jetzt ja, nach weiteren Businesspartnern sucht, und anscheinend hat man die nun gefunden mit Fiat Chrysler. Nun muss man sich ein bisschen so im Hinterkopf überlegen, warum denn diese Fusion jetzt da stattfindet. Und ich habe da eigentlich eine ganz klare Meinung dazu, warum das so der Fall ist. Denn ja, der Fiat Chrysler Konzern hat eigentlich, fahren wir jetzt mal, nachdem sich da keiner rührt, der Fiat Chrysler Konzern hat eigentlich im Moment, was Elektromobilität betrifft, nichts im Angebot. Sie hatten mal das Compliance Car, den Fiat 500e, den man getrost vergessen kann. Das ist ja, ein Auto, was Tesla Björn hat da schon mal drüber philosophiert, hat gesagt, okay, für die Stadt super Auto, und ja, aber er würde niemals für kein Geld der Welt mit dem Ding einen längeren Roadtrip machen, weil der einfach bloß einen 3,7 kW Lader halt an Bord hat und man dann stundenlang laden muss. Man, das ist, ja, braucht man gar nicht drüber weiterreden. Ja, da ist einfach im Fiat Chrysler Konzern nichts vorhanden. Das muss man klipp und klar sagen. PSA hat jetzt doch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Sie haben ja schon 2010, 2011 den Ion mit als Drilling herausgebracht. Naja, sie nicht selber, vom Mitsubishi, glaube ich, produziert das Teil. Aber zumindest ein gewisses, ja, Erfahrung im Konzern ist schon da drin. Sie bringen jetzt den E208 raus von Peugeot, baugleich als Zwilling mit dem Opel, was war's, E-Astra? Ah, voll was Falsches sag. Halt mit dem baugleichen Opel dazu. Und es soll wohl auch eine größere Variante des 208, die 2008, das ist die SUV-Variante, soll jetzt wohl auch elektrifiziert kommen. Also ein gewisses Potenzial bei Peugeot ist schon da. Sie haben ja auch den Partner, genau, der Peugeot-Partner ist ja auch so ein Kangoo-Verschnitt. Oder Berlingo? Ne, Berlingo war, oder das war jetzt eins, war es Citroën oder Peugeot? Egal. Sie haben auf alle Fälle schon ein bisschen mehr Erfahrung als Fiat Chrysler es jemals hatte, und von daher müsste jetzt Fiat Chrysler ziemlich arg in die Elektromobilität investieren. Die verstehen jetzt auch oder sehen jetzt auch, dass das jetzt der Zukunftsmarkt ist, und von daher denke ich, ist das eine logische Konsequenz, hier jetzt sich einen großen, starken Partner zu suchen, um dann eben die Elektromobilität ja, voranzubringen. Denn mit dem, sage ich jetzt mal, Know-how, was man bislang hatte, da hat man keinen Auftritt. Ne? Jetzt kommt zwar wohl eine neue Version vom Fiat 500 wieder raus als Elektroversion, hat man so gehört. Ich habe jetzt noch keine Spezifikationen dazu gelesen. Bleibt abzuwarten, wie das Ding ausschaut, muss man halt mal gucken. Ne?
recht viel, wie gesagt, aber ist in dem Konzern nicht drin und die brauchen jetzt einfach eine Unterstützung. Und wenn man sich natürlich jetzt da mit dem PSA-Konzern da auf die Elektromobilitätsschiene da Synergien findet, dann denke ich, ist das das einzig Kluge, was man machen kann. Ansonsten kann man den Konzern vergessen. Also ein Konzern, der jetzt halt heute keine Planung hat für Elektromobilität, der wird nicht auf dem Markt bestehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gibt zwar einige Leute, die immer noch meinen, es wäre anders, aber kann ich vergewissern, also das wird so sein. Von daher wird es jetzt interessant, es wird wohl dann der umsatzmäßig, glaube ich, viertgrößte Konzern, Automobilkonzern dann werden. Wird auf alle Fälle eine interessante Geschichte sein und ich hoffe mal, dass sie jetzt halt die Chance auch ergreifen und da jetzt tatsächlich die Elektromobilität vorantreiben, denn nur so kann das also funktionieren. Ja, so schaut's aus. PSA und Fiat Chrysler wollen fusionieren. Wird interessant werden, was da für Synergieeffekte dabei rauskommen, vor allem bei Fiat. Ja, ich warte ja da schon länger auf einen Fiat Ducato als elektrisch. Das wäre mal was interessant wäre. Sicherlich für die ganzen Handwerker und so, dass da noch mehr Konkurrenz da eben da ist. Es belebt halt einfach noch das Geschäft zusätzlich. Ja, so schaut's aus. Fusion. Mal gucken. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.